Wir heißen euch in dieser stürmischen, dunklen Nacht, in diesen Halloween-Wochen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Und da ist der Lerik natürlich noch mit dabei. Sagt wer? Sag ich. Sagst du? Ich bin ein Vampir. Mit langen Fingern. Mach doch das einfach mit die Fingernägel auf. Das ist doch... Das bringt doch gar nichts. Was hatten wir jetzt vor? Wir müssen jetzt hier Villa Killing machen, ne? Ja. Nosferatu verfügen über drei einzigartige Disziplinen. Deftigkeit, die übernatürliche Kontrolle über Tiere der Natur. Oder über die Natur generell. Verdunkelung, vampirische unsichtbare Kraft. Stärke, kolossale vampirische Kraft. Stärke ist übernatürliche vampirische Kraft. Stärke ist eine passive Disziplin. Sie ist also zeitabhängig. Achten Sie auf den Disziplin-Timer unten rechts am Bildschirm, sobald Sie die aktiviert haben. Der Einsatz von Stärke stellt keinen Bruch der Maskerade dar. Übrigens, wenn wir Nahkampfwaffen haben, schaltet das Spiel auf dritte Person. Bei Schusswaffen erste Person. Ist nett. Genau, wir sollen wie vorhin. Wie bei dem einen Star Wars-Spiel, bei Jedi Knight 2, glaube ich. Und wir sehen, durch Stärke fliegen die Typen weg. Das ist sehr gut, wenn wir dann mit mehreren kämpfen. Ja. Dass wir die dann wegschlagen können. Ihr seht, das geht ratzfatz. Wir stehen da wirklich unter Strom. Durch die Maschinen durch. Ja. Ich treffe dich dort. Wenn ich nicht in 10 Minuten zurück bin, ruf den Präsidenten an. So. Ich kenne bloß diesen Spruch, wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, wartet noch 10 Minuten. Verdunkelung ist die Fähigkeit der vampirischen Unsichtbarkeit. Sie müssen außer Reichweite sein, wenn Sie diese Disziplin aktivieren. Mit Verdunkelung der Stufe 1 müssen Sie geduckt sein und dürfen sich nicht bewegen, um unsichtbar zu bleiben. Stellt auch keine Maskerade dar. Soll Verdunkelung einsetzen, um an ihm vorbeizukommen? Wer hat Verdunkelung befohlen? So ein bisschen so doof, weil ich hätte ihn lieber gekillt. Ja, wir müssen aber so durchgehen. Ja, das so. Ist so toll. Ja. Deftigkeit ist die mystische vampirische Kraft, die Natur zu kontrollieren. Deftigkeit ist eine gezielte Disziplin. Die Auswirkungen und Dauer hängt von der jeweiligen Stufe ab. Der Einsatz der Deftigkeit ist ein Bruch der Maskerade, falls bei der Aktivierung beobachtet wird. Genau. Übrigens, falls das hier schon in dem Maße so weit fortgeschritten ist, bei mir werden natürlich in die Halloween-Wochen auch ein paar Vampirspiele auftauchen. Wir sehen übrigens, wir haben die Gruppe, die diese Wölfe erschaffen kann. Stufe 3 Geisterwolf. Ein Geisterwaffe-Wolf. Wolf materialisiert, greift das Ziel an und kehrt dann in den Äther zurück. Ich glaube, das machen wir auch voll, oder? Das wollen wir doch haben. Jo, das ist geil. Das wird nice sein. Und wir werden die Raben der Nacht aktivieren. Murder of Crows. Das fand ich schon bei Bioshock 3, also bei Infinite, geil. Warst du zu rabiat oder was ist los? Ach so, ich soll an ihn vorbei. Ich soll ihn nicht angreifen. Das ist das, was ich meinte. Man muss das so machen, wie du es wolltest. Ja, du musst ihn damit bloß ablenken und dann weg. Ja. Das wollte ich nicht. Ich finde es cool, dass dein Vampir auch durch Telepathie die Tür aufmachen kann. Er hat mich natürlich entdeckt. Wie kann ich denn jetzt meine Waffe absetzen? Wie ging denn das? Oh nee, das war schon mit den Raben richtig. Wahrscheinlich war es zu langsam. Das war der falsche Knopf. Sorry, Leute. Ihr habt jetzt ganz kleine Soundbugs. Müsste sich aber gleich wieder verbessert haben. Kleinen Moment. Jetzt. Y war's. Können wir auch besser sehen. So. Geh mal vorbei. Genau. Sehr schön. Also ihr könnt euch doch noch an den zweiten Part erinnern, wo dieser Typ mit der Klinge diesen Wolf beschworen hat. Das können wir auch. Ich dachte, es wäre eine andere Vampir-Clan gewesen, aber das sind wir, Nosferatu. So, hier müssen wir jetzt Gegenstände werfen. Das hat er noch nicht geschnallt. Jetzt hat er's. Ich würde ihn jetzt am liebsten von hinten ermurksen. Ja, kann ich verstehen. Aber wir machen es mal lieber nicht. Der redet so Gang-Style, das finde ich nicht gut. Also, was machen wir? Du kannst aus mir die Ratte fressen. Danke, ich mag zwar Schusswaffen, aber wir werden
Also als Nosferatu bringt das wahrscheinlich nicht viel. Weil wir wirklich unseren Nahkampfangriff ausnutzen müssen. Ich kam ja sogar mit dem Gangrel, dem Baseballschläger, weiter. Nutzlos gegen Vampire? Ich höre. Was halt gut ist als Nosferatu, wir können dann schleichen und mit den Wölfen zum Beispiel die Leute nach und nach töten, ohne dass sie uns sehen. Ja. So werden wir es auch machen. Wir können jetzt mal mit der 2 hole ich die raus. Wir können hier, je länger wir warten, umso genauer zielen wir. Ihr seht, ist für mich nicht machbar. Ich bin lieber Nahkampftyp hier. Genau. Genau, du kannst auch ein bisschen was futtern, weil dein Blutvorrat ist ja auch schon auf halb runter. Ich muss sogar schießen. Ihr seht, wir sind nicht gut. So. Eigentlich ist ja auch noch eine Wache, bei der wir Überreden üben können, aber anscheinend habe ich die aus Versehen entfernt. Ich will gerade die Melodie von Jeopardy singen, aber das ging zu schnell. Wir können übrigens, ach, hier geht's jetzt, das Tool, das Überredungstutorial. Blau ist, glaube ich, überreden, grün ist einschüchtern, lila ist verführen und dann gibt's, glaube ich, noch was anderes. Na, verführen können wir löten. Mhm. Wir nehmen den Baseballschläger. Der ist gut als Nahkampfwaffe, also zumindest was ich noch weiß. Aber wir machen Nahkampf immer noch mehr Schaden. Oder? Ich glaube, du bist da auch schon gestiegen im Nahkampf, daran liegt das. Ja. Gut, wir reden mit Jack. Und wie gesagt, kontrolliert das ruhig nochmal, wenn der Buff komplett weg ist. Ja. Aber ich glaube, alles wird gleichermaßen gesteigert. Aber wir können nochmal gucken. Das war's. Es ist alles vorbei. Das geht immer so. Camarilla, the Sabbat. Now, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Outside. Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. If you make it back, stop in at the last round. It's this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Sie haben 2 Erfahrungspunkte erhalten. Aber das machen wir erst später. Erst teleportiert es uns zu unserer Zuflucht. Wir bekommen mehrere. Ich mach erstmal das Radio aus. Wir gucken in unseren Schrank und sehen, wir haben 3 Blutbeutel. Das sind unsere Heilungssachen sozusagen im Kampf und die auch unsere Blutreserve wieder auffüllen. Wir haben insgesamt als Nosferatu 3 Häuser. Das hat man ebenfalls als Tremere. Als Gänge waren es, glaube ich, auch 3. Und als Tremere auch. So, wir nehmen Pillenflächen mit. Und ich glaube, hier war noch eine normale Armbanduhr. Gegenstände, die man halt verkaufen kann. Nichts so Wichtiges. Wir haben hier noch einen Zettel. Hey, das Passwort für deinen Computer ist Sunrise. Spare dir die Mücken. Schenke ich dir. Hab dir eine Mail mit meiner Adresse geschickt. Komm mal bei, wenn du fertig bist. Mercurio. Okay. Dann haben wir hier noch was. Bitte kein Umgehen in mein Haus nach Downtown und besuche mich. Ich gebe dir dies als Wegwasser. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dies Gedicht. Große Nacht, trotz deiner Jugend spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde ich. Im Strauß, Regente Tremere. Er hat eigentlich eine dunkle Stimme, aber er war da gerade anders dran. So. E-Mail. Sunrise.
A reminder. Mercurio will contact you when you arrive in Santa Monica. Waste no time in meeting with him. Mercurio will dich kontaktieren. Der Spielleiter. Steht da, SL. Achso. Ja. Mercurio will dich kontaktieren, du, wenn du in Santa Monica angekommen bist. Bitte verschwende keine Zeit und treffe ihn sofort. Wir können ihn natürlich auch noch tun. Haben die mit dem Laptop gegessen? Penis Enlargement. Nicht auf dem Laptop, sondern mit. Hier können wir unseren Penis vergrößern. Warum ist denn das jetzt alles hier Englisch? Das ist auch nicht so scheu. Kill Practics, kein Pada. Longing for what a lazy ass ex-hunt. Naja, gut, auf jeden Fall ist das jetzt hier der Alpha Kilpatrick. Das ist einer, der Kautionen eintreibt und sowas. Welcome. Hey, willkommen in der Stadt. Komm doch mal rüber. Was? To my place once you get situated. Komm doch mal zu meinem Haus, wenn du dich gut eingelebt hast. Und wir werden über das, was du reden, was dein Job ist. Ich werde etwas Explosives holen, etwas Astrolith. I should be back by time, you. Ich bin bald zurück. Komm doch drüber. Ich warte. Ich bin in der 24. Hauptstraße in Nummer 4. Lauf zu Ende Lauf der Straße. Ende der Alley oder Ende der Straße und mein Haus wird das nächste an der rechten Seite sein. Opening, the game begins, a pawn is moved. Das Spiel beginnt, ein Bauer ist geschoben worden. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde, dass zumindest die E-Mails deutsch sind, weil ich meine, es geht zwar mit dem Übersetzen, aber es ist ein bisschen blöd. Ja, wir haben ja da BDR gar nicht so schlechte Englischkenntnisse. So, hier können wir nicht rein. Ich kann es bloß immer nicht so on the fly übersetzen, wenn einer spricht. Ja. So, wir brauchen 5. Wir hätten 5. Können wir ja machen, wenn wir hier unsere Stärke. Ach, fuck, das war der falsche. Ich hätte Bluterhöhung machen müssen. Ach, Mist. Egal. Wir sind hier in der Nähe einer. Irgendwo einer lacht hier. Wir sind in der Nähe einer. Einer Kanalisation, da können wir was trinken. Das Haus ist dann wichtig für eine Quest von Arvorkill Patrick, den Kautionstypen. Und hier finden wir eine Zeitung. Tödliches Fest, Leichenteile am Pier gefunden. Polizei vor Rätsel. Mit ESC beendet man das nicht. Hier unten ist auch unser Schubfach. Wenn wir dann Quests oder sowas erledigen, bekommen wir da Geld. So, und wir gehen einfach mal nach Santa Monica. Liegen da nicht sogar im Briefkasten Quests sogar drin? Was zum Challenge, Mister? Hungrig, ich auch. Und wir sind ganz allein in dieser dunklen Gasse. So. Wir nehmen ihn natürlich mit. Es gibt Leute, die sagen, man kann als Nosferatu nur in den Kanalisationen überleben. Das ist Pech, es ist zwar ratsam, das ist falsch. Wir können zwar überleben, aber besser zurechtkommen. Allerdings kommen wir hier oben, können wir leichter irgendwo hinkommen. Und wir müssen uns einfach nur im Schatten halten, dann erwischt uns keiner. Wir müssen wirklich sehr nah an die Leute, bis sie uns sehen. Das war Mercurio. Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht. Ja, wenn du so schräg rüberläufst und dann in den Eingang, ja, dann geht das schon. Wie gesagt, das Spiel ist komplett anders, wenn man das so hat. Ja, da löscht's. Als Nosferatu ist das Spiel komplett anders. Ich hoffe mal, dass wir normal in das Hospital gehen können, ohne dass da jetzt großes Geschrei kommt. Was kann sein? Ich wäre zu Mercurio, das ist gar nicht. Ich hatte als kleines Kind ein paar Verbrennungen. Ja, schon gut. Genau, also wie gesagt, man kann schon als Nosferatu mit den Leuten sprechen. Da können wir jetzt nicht hin, wenn wir jetzt vorbeigehen, kommen Wachen. Ist für uns eher weniger geil. Ich glaube, Mercurio ist jetzt tatsächlich interessanter. Ja. Dann würde ich. Ja, er hat uns nicht gesehen, das hätte jetzt schon was Böses gewesen. Wie gesagt, hier, ihr seht, wir können einfach auf den Straßen rumwandeln, es passiert nichts. Wir dürfen jetzt nicht einfach so an den Typen rangehen, aber egal. So, wir sind jetzt hier in einem Elysium, das sehen wir links. Hier können wir wieder Waffen machen. Noch irgendwas anderes. Ich sehe gerade hier, Plutsch. Ritter, das könnte nur Mercurio sein. Hey, das ist ja wie bei dir zu Hause. Naja. Ein bisschen, ja. Dein Haus ist ein bisschen kleiner. Mein Teppich ist ein bisschen dreckiger.
Bist du Mercurio? You looking for the Astrolite? I can feel a draft on my fucking insides. They shank me, the bastards. The blood ain't working no more. My head, it feels cracked. I think my eyes popped. Bleib bei mir, was passiert? What is this lump? Is this my rib? Oh, holy shit. My rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Das ist eine abgebrochene Flasche und jetzt sag mir, was passiert ist. Goddamn chemist. Can't trust any operators in L.A. I verified him. Organization seemed reliable. Guy mixes up speed. His crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junkie pricks. Hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. I had to crawl to my car, crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit, they got the money, they got the Astrolite. Wo sind die Scheißkerle? Those small-time sons of bitches live out in a dump on the beach. Wollte gerade sagen, geht zum Strand. Genau. Wie komme ich da hin? Sonst noch etwas? Kann ich irgendetwas für dich tun? Das ist nämlich eine Option, wie wir jetzt an Menschlichkeit kommen. Yeah, if you could. Oh, something just started leaking. I need something for the pain. Ich bring dir was mit. One more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything, I can help you out. Gut zu wissen, bis dann. Es ist tatsächlich ratsam, ihn dann nicht bei LeCroy, dem Prinzen, zu verpfeifen, weil er hat ja noch ziemlich gute Sachen, man kann es machen, aber es bringt nicht viel. Ich habe aber gesehen, wir haben ja von uns noch 2 Punkte bekommen. Die 3 Hammer. Ich würde einen. Ach nee, es kostet 5. Okay, dann können wir. Ein Knochen zermalmter Käfer fliegt auf das Opfer zu, gräbt sich tief in dessen Körper und verursacht Schaden. Das wäre dann das nächste, was wir bei der Disziplin lernen. Wir können übrigens trotzdem noch dann hier Raben der Nacht einsetzen. Das heißt, es verbessert sich nicht, wir bekommen eine zusätzliche Fähigkeit. Ich dachte immer früher, es verbessert sich. Nein, zusätzliche Fähigkeit. Besser so. Hier ist alles voller Blut. Ich sehe aber auch. Oh, siehst du das? Ich glaube, aus den Schränken kriegst du noch was raus. Ja, wir können nochmal gucken. Hier, was ist. Oh, da ist was. Wer ist das? Siehst du es auch? Nee. Das Portende. Ich hab's gesehen. Leute, nächsten Part wagen wir uns mit Alleric in den Strand vor. Übrigens, das Strand. In den Strand? Ja, das Strandhaus habe ich tatsächlich immer noch mit Gewalt gemacht. Das wird auch diesmal so sein, allerdings. Ja, ich auch. Dass uns niemand erwischt. Jo. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es macht mega Spaß. Und auch im nächsten Part wird Alleric mit dabei sein. Haut da rein, Leute. Ciao.